Werte Gäste, ein herzliches Willkommen hier aus Geisa, dem Zicke-Zacke-Land, zum historisch mittlerweile schon Rosenmontagsumzug. Und dieses Jahr, wie ihr seht, werden die blauen Funken von einem blauen Führungsfahrzeug angeführt von der Polizei. Wir wünschen viel Spaß beim Zusehen und auf 65 Wagen, die ihr hier in dem schönen Rhöndörfchen an uns vorbeiziehen. Und wie gesagt, seit vielen Jahren am Anfang, 1952 gegründet, die blauen Funken aus Geisa mit dem Wappentier, der Geis, wie auch der Leitspruch ist in Geisa, Zicke Zacke, Geisa, bei uns meckert die Geis, bei uns meckert die Geis, bei uns meckert der Geis Bock und bei uns meckert das Geisböckchen. Wie heißt denn die Geis? Die Geis heißt... Hat die einen Namen? Ich weiß nicht, Heidi heißt sie. Heidi, gut. Und ihr Nachname heißt Andrea. So, da wissen wir mal, wie der Name ist. So, und hier in Reihenglied, wie gesagt, der Fanfarenzug, die blauen Funken. Seit traditionell führen sie den Umzug an. Natürlich werden da auch die ersten schönen Bonbons verteilt, so wie es sein soll. Keiner kommt natürlich hier zu kurz. Und auch das ist Tradition hier in Geisa. Das ist das Silberprinzenpaar, also 25 Jahre. Und da wird man nochmal hochleben lassen auf der Narrenburg hier. Haben die blauen Funken auch noch mal, wie gesagt, ein Motivwagen gemacht. Auch das ist hier Tradition bei den blauen Funken. Da wird auch noch mal kräftig gebastelt. Und sie sagen, Geisa im Jahre 2070. Und sie sagen, das Venedig der blauen Berge. Hier in Geisa ist es ja Tradition, dass es feste Tischgruppen gibt. Und bei diesen Tischgruppen, die machen dann natürlich auch zum Umzug immer ein Bild. Und die erste Tischgruppe, die wir hier sehen werden, ist nachher der Tisch 23, die Heimatbienen. So, hier sind die Indianer aus Geisa. Zicke Zacke! Wo kommen denn die Indianer her? Das sind die Frauen von den blauen Funken. Ne? Und wir haben dieses Jahr das Motto, wir rauchen unsere Friedenspfeife. So lange, bis sie in Erfurt sich endlich mal entschieden haben, was los ist. Alles klar, dann dauert nicht mehr so lange. Genau. Also, die Dame der blauen Funken waren das.
wenn die Männer Musik machen, dürfen die Damen natürlich nicht fehlen. Dankeschön. So, der Tisch 22 kommt jetzt auf uns zu. Wie gesagt, die Heimatbienen. Und sie sagen, Bienen an die Macht. Wir wissen es ja alle, ohne Bienen gibt es nichts zu essen auf dem Tisch und kein Leben. Also ist es natürlich sehr wichtig, auch immer an die Bienen zu denken und die Bienen auch zu pflegen. Was denn drinne? Das verrate ich dir überhaupt gar nicht. Okay. Aber du kannst gerne mal ziehen. Zieh doch mal. So, die Bienchen flattern an uns vorbei. Und danach kommt ein großer Wagen. Und zwar, sie sagen, die Brunnertshäuser Engel. Auch da lesen wir wieder bis vorne den Leitspruch: Zicke, Zacke, Geiserhaar. Zicke, Zacke! Zicke, Zacke. Und diese Engelchen aus Brunnertshausen haben sogar ihre eigene Blaskapelle mitgebracht, die da Musik macht. Und zwei Engelchen fliegen sogar da oben im Kreis rum. Ein wunderschöner Wagen. Und da sehen wir auch das Prinzenpaar aus Zellerön mit Prinz Thomas. Dazu muss man sagen, dass der Prinz aus Zeller dieses Jahr aus dem Nachbarort aus Brunnertshausen kommt und deswegen haben sie dieses Jahr ein Motivwagen gemacht. Und jetzt kommt Tisch 26 auf uns zu und sie machen eine Horrorparty. Kommt auf uns zu. Die Susanne Zisch mit ihrer Gruppe und sie sagen, Steampunk ist jetzt wieder in hier in Geisa. Natürlich auch wunderschöne Kostüme hier. So, nach dem Steampunk kommt Tisch Nummer 7. Sie sagen der Umwelt zuliebe, wer braucht schon Plastik? So ein Scheiß, Papier ist besser, wie jeder weiß. Also wird natürlich hier an die Umwelt erinnert. Haben es ja schon in Warsaw gesagt, sagt sie auch, Fridays for Future ist in aller Munde. Und das ist Tisch Nummer 7.
gefolgt vom dem Papptüten. Vom Tisch Nummer 2. Vorhin haben wir schon Bienen gesehen und jetzt gleich kommen die Ameisen auf uns zu. Die Ameisen sagen natürlich, in der Vorsonacht ist wie im wahren Leben, fleißige Ameisen muss es geben. So, mal rausfinden, wer die fleißigste Ameise ist hier. Wer ist denn die fleißigste Ameise von euch? Ich natürlich. Der König, alles klar. Die Königin. Die Königin. Also hier gibt es nicht nur Prinzen, den Kaiser, sondern auch Ameisenkönige und Königinnen. Und jetzt gleich im Anschluss kommt der Musikverein aus Ketten. Seit vielen Jahren spielt hier das Warm-up-Programm auf dem Markt in Geisar und reiht sich dann natürlich in den Umzug ein und sorgen auch dabei wieder für tolle Stimmung. Der Musikverein aus Ketten. Nummer 25, die Zauberer von Oz auf uns zu. Klein und groß sind da dabei und sie wollen natürlich hier die Geiserer verzaubern. Da kann man auch noch mal erwähnen, was hat es mit den Tischen auf sich? Die Tische sind natürlich die Tischnummern im wunderschönen Kulturhaus hier in Geisar. Und auch da wird natürlich an den ganzen Tagen auch noch mal Party gemacht und dort werden die Kostüme präsentiert und da wird jeder Tisch nacheinander aufgerufen und man zieht einmal über die Bühne. Und so haben sich halt über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder Tische gebildet und die machen dann die Umzugsgruppen. Gleich im Anschluss an Tisch Nummer 25, die Zauberer von Osten, kommt die Umzugsgruppe vom BHCV, vom Bernbacher Karnevalsclub und sie sagen, hurra, hurra, die Hutzel kommen, die Bernbacher Hutzel mit Prinzenbar und natürlich gleich auch standesgemäß mit der Bernbacher Blasmusik. Wer kann sich das schon leisten, dass man gleich eine eigene Blaskapelle im Anschluss spielen hat. Tisch Nummer 4 und die sagen, machen auf das Ladensterben hier in der Geisarer Innenstadt aufmerksam und sagen, dass die Taschen bleiben bei uns platt, da einige Läden leider über die Jahre geschlossen haben. Und man wünscht sich natürlich, dass sich das irgendwann wieder ändert, um wieder eine lebendigere Innenstadt zu bekommen.
So, The Legend of Zelda, in Geyser wird's wild. Aber in Geyser wird's nicht wild, in Geyser ist es aktuell sehr, sehr wild. Wird gefeiert von Weiberfastnacht bis Faschingsdienstag. Jeden Abend geht's da rund im Kulturhaus. Da gibt's eigentlich nur ein Wort in dieser Zeit. Party, Party und nochmals Party. Auch hier wieder sehr schöne Kostüme, aufwendig und wie gesagt, die Figuren aus dem damaligen Film, aber auch auf dem Spiel Zelda. So, nun kommt Tisch Nummer 8 auf uns zu, die Geyserer Blumen Group XXL. Aus 1 macht 3 und das mal 10 oder 20. Eine sehr große Gruppe und eine wunderschöne Idee hier in Geyser, die Blumen Group XXL. Zicke-Zacke! Ah, Zicke-Zacke! Wer ist denn am blauesten von euch? Ich schätze ich. Nein, Quatsch. Also, gibt es da jemanden, der da besonders... Die zwei sind ja nicht wirklich leistungsfähig, also werden sie vorne hinten sein. Alles klar. Zicke-Zacke. Ich bin gespannt. Natürlich, werte Zuschauer, muss man auch sagen, auch dieses Jahr ist die Innenstadt von Geyser einmal komplett mit vielen tausend Menschen sehr gut gefüllt und wieder sehr toll besucht. So, die Blumen Crew wird natürlich auch mit einem kleinen Wagen verziert. Und gleich im Anschluss an die Blumen Crew kommt der Tisch Nummer 24 auf uns zu. Aber erstmal lassen wir die Blumens noch weiter an uns vorbeiziehen. So, den Tisch Nummer 24 sagt, lasst die Blumen sprechen und sind nun bei uns hier vor der Kamera angekommen. Zicke-Zacke! Zicke-Zacke! Wie lange habt ihr denn an euren Kostümchen gebastelt? Ach, sehr lange, das war sehr schön. Ja? Das war immer lustig. Wann fangt ihr immer an mit der Vorbereitung und der Ideensammlung? Nach dem Fremdensetzung geht's los. Nach der Fremdensetzung? Ja. Also so vor 4 Wochen ungefähr. Ja, und dann machen wir Party ohne Ende. Sehr schön, dann noch viel Spaß. Zicke-Zacke! Zicke-Zacke! Ja, das ist genau die Richtung hier. Wenn ihr einen interviewt, dann müsst ihr immer die interviewen. Warum? Weil die der karnevalistischste Mensch ist. Also wie ihr seht, Spaß kommt hier nicht zu kurz. Der Tisch Nummer 24 hat natürlich gleich im Gepäck die Stadtkapelle hier aus Geyser, die heute Heimspiel haben und natürlich auch
jedes Jahr mit dabei sind und auch für gute Stimmung sorgen. Zuschauer, jetzt kommt der Tisch 1 auf uns zu, auch eine wunderschöne Kostümidee, die Geiser Holzböcke. Späne flogen haufenweise zur Bürgermeisterwahl in Geis, so machten wir uns kurz an, daraus ein närrisches Gewand. Sie machen natürlich auf die Bürgermeisterwahl hier in Geiser aufmerksam, die jetzt vor kurzem war, vor 4 Wochen. Und ein neuer Bürgermeister wurde gewählt, oder es ist eine neue Bürgermeisterin, die Manuela Henkel. Und davor gab es natürlich, wie es so in der Politik ist, natürlich auch ein bisschen Theaterwahlkampf. Und somit kommt eine wunderschöne Idee raus. Zicke, zacke, zacke, zacke! Zicke, zacke, zacke, zacke! Zicke, zacke, zacke, zacke! Hier, Megali! Hier, Megali! Hier, Megali! Hier, Megali! In der Mitte sitzt auch ein ganz kleines Geißböckchen. Und hier ist der Tefter Toliteden Express rollt auf uns zu. Also aus wenig Taft samt Gefolge Prinzenpaar hier zu Gast in Geiser. Auch seit vielen Jahren immer mit dabei beim Umzug. Hello! Hello! Kommt der Trabi aus Taft auch noch hinterhergefahren. Eine wunderschöne Idee. Jetzt auf dem großen LKW ist das Prinzenpaar von Taft zu sehen. Und sie feiern 30 Jahre grenzenlos, feiern wir ganz groß. Prinz André, der erste Prinzessin, Lilly, die zweite, führen dieses Jahr das Regiment in Wenigentaft. So, Tisch Nummer 19, die Verrückte, weil Burg ist Nacht. Und sie sagen, statt am Rocken wollen wir den Karneval rocken. Und ich glaube, mit den tollen Kostümen, die sie das gemacht haben, und mit diesem Zaubertopf, werden sie das auch schaffen. Jetzt kannst du aufregen. Auch da wieder kleine Damen und Herren mit dabei. Bis groß, alles zusammen. Mal gucken, ob wir rauskriechen, was denn in dem Töpfchen gekocht wird. Zicke, zacke! Was wird denn hier für ein Sud angerührt in dem Topf? Das ist, wenn Sie mal schauen möchten, schwer erkennbar, aber hinter uns kommt eine Suppe, die können Sie gerne probieren. Alles klar, ja. Gut. Also ein großer Geiser-Suppentopf auf Tisch Nummer 19.
ist. Wer steckt denn hier unter dem Kostüm? Das ist ein Geheimnis. Ich bin der Hexenmagier. Ihr seht, meine ganzen Hexen sind unter mir. Olaf hat keinen Sundheim. Ach, oh, bist... Nein. Nein. Das können wir nicht verraten. Ihr kommt auch alle mit. Hat denn der Kameramann noch Angst vor Spinnen? Hat der Mama Spinne? Ah, das ist die Geisersuppe. Jetzt haben wir sie endlich gesehen. Schmeckt denn die Suppe gut? Ja. Hast du die abgeschmeckt? Ja, natürlich. Und wie lange hat das Kochen gedauert? Ja, mit ein bisschen Hexerei geht es immer schneller. Also so 5 Minuten. Alles klar. So, jetzt kommt der Schleider-Karnevalsclub auf uns zu und sie sagen, unsere Bürgermeisterin habt ihr uns genommen. Unser Prinzenpaar werdet ihr nicht bekommen, denn die Bürgermeisterin jetzt in Geisa, Manuela Hengel, war davor ehrenamtlich tätig in der Gemeinde Schleid. Liebe Zuschauer, Tisch Nummer 9 und sagen, 30 Jahre zogen ins Land. Tisch Nummer 9 feiert immer noch ohne Verstand die närrische Gesellschaft. Tisch Nummer 9 und jetzt kommt die kalten Nordheimer Spatzen auf uns zu, auch seit vielen Jahren hier als Musikkapelle vertreten. Lustigs Pusteblume durch das Bild und das ist Tisch Nummer 6 und sie sagen, wir grüßen das Prinzenpaar und die ganze Geiser Narrenschar. Thank you.
Seit 6 Jahren. Ja? Ja. Also gleich von Anfang an. Ja. Macht Spaß? Gut. Zicke-Zacke. Zicke-Zacke. Ich schneide das aber noch schön. So, hier kommt Tisch Nummer 20 auf uns zu. Weinberg Wein, nur das Beste soll es für das Prinzenpaar sein. Und sie sagen Bacchus und der Wein, und da oben ist er. Der wunderschöne große Weinberg, Weinkönig. Zicke Zacke, aus welchem Jahrgang ist denn der Wein? Der Wein muss alt, das Madel jung sein. Alles klar. Zicke Zacke. Umzugsgruppe Nummer 34, aber sonst Tisch Nummer 13, sind die Eulen. Und sie sagen, mit Weisheit und Raffinesse stehen wir zu Prinz und Prinzess. Mit Eulengeschrei sind wir dabei und beleben die wunderschöne Nardei. Zuschauer, Umzugsgruppe Nummer 35 und Tisch Nummer 22 hier in Geisa, das Erwachen des Waldes. Sie sagen, liebe Narren, gebt gut Acht, in Geisa heut der Wald erwacht. Auch wunderschöne Kostüme und ein wunderschöner Wagen, der hier an uns vorbeirollt. Dann macht man auf den Klimawandel natürlich aufmerksam, sagt, trotz Klimawandel, wer hält's gedacht, in Geisa heut der Wald erwacht. Natürlich gibt's auch heiße Rhythmen zum Tanzen, damit der Wald und die Bäume sich auch schön bewegen. Den letzten Tag war ja viel Sturm bei uns hier in der Rhön. So, jetzt kommt Tisch Nummer 16a auf uns zu. Und es sind nicht die Außerirdischen, sondern die Unterirdischen. Auch tolle Kostüme, die UFOs. Aus der Rhön, aber aus dem Werratal, aus Fambach, die Famberg-Musikanten, auch seit vielen Jahren hier am Umzug mit dabei. Und wir sagen natürlich vom Ruhrkanal auch hier herzlich willkommen. So, jetzt rollt ebenfalls nochmal Tisch 16 auf und zu. Und das sind kleine und große Trolle. Thank you.
geht's mit der Umzugsgruppe 41, Tisch Nummer 3. Und sie sagen, Prinz gebracht, denn deine Geister sind erwacht. Da macht man natürlich gleich ein Wortspiel draus. Wenn man den Geist das Tee weglässt, dann sind es nämlich nur Geiser. Gefolgt vom Tisch Nummer 17 und sie machen Pop-Arts. Viele bunte Kostüme, die natürlich darauf aufmerksam machen. Andi wird eine wunderschöne Zeit des Pops. Zieht an uns vorbei und sie machen Elementarwesen von allen was dabei. Wie alt bist du denn? 4? Und macht Spaß am Umzug mitzumachen? Ja? Sag mal deinen Schlachtruf. Wie geht denn der? Weißt du, wie der geht, der Schlachtruf? Zicke-Zacke? Zicke-Zacke!
Zuschauer, nicht nur ein großes Prinzenpaar gibt, sondern auch eins im Kindergarten. Das Kindergarten-Prinzenpaar. Naomi die erste zum Kirchblick und Tom Valentin der erste von der Storchenwiese führt dieses Jahr den Kindergarten hier an. Natürlich wird auch die Kinderprinzessin und der Kindergartenprinz gut beschützt von ihrem Gefolge. Und nun kommen viele bunte Legosteine auf uns zu. Und das ist Tisch Nummer 5. Eine ganz tolle Idee, die das große Lego-Männchen sehr originalgetreu. Aus dem Nachbarörtchen Bremen vom BMCC, der Bremer Karnevalsverein mit
im Gefolge sind sie natürlich auch hier jedes Jahr zu Gast. Also wie ihr seht, wird nicht nur in Geisa direkt Karneval gefeiert, sondern auch die ganzen Orte ringsherum feiern natürlich fleißig. Angefangen Kettenwalges, geht es dann durch das ganze Geiseramt durch und in allen Dörfern. So, wo sind denn eigentlich unsere ganzen Helfer? Und hier in der Stadt wird natürlich fleißig Karneval oder Fasching gefeiert. Wagen vertrieben. Die Firma Ampel Metallsysteme. Was hat damit zu tun, dass der Prinz von Geisa dieses Jahr, Klaus-Peter der Erste vom Schleizberg, Chef der hiesigen Firma ist und natürlich die Angestellten und Kollegen vom Prinz wollen natürlich dieses Jahr mit dabei sein. Dazu ist natürlich die Firma auch noch 100 Jahre alt geworden. Und dieses Anlass Prinz und Jubiläum hat man genutzt, um einen Wagen zu präsentieren hier in Geisa. Liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit. Das Prinzenpaar aus Geisa rollt auf uns zu. Wie gesagt, Prinz Klaus-Peter der Zweite vom Schleizberg und Prinzessin Christiane die Dritte vom Rheinberg. Auch da gibt es natürlich viele Leckereien. Mal gucken, ob wir den Prinz mal ganz kurz reinkommen. Klaus-Peter, was ist für ein Gefühl, den Umzug dieses Jahr anzuführen oder dein Gefolge? Das beste Gefühl, was es überhaupt noch gibt, das kannst du nur einmal im Leben machen. Und dann musst du durchziehen, das Ding, egal wie das Wetter wird, völlig egal. Aber das Wetter passt ja und wir haben alle Spaß und heute Abend reißen wir das Ding noch weiter. Alles klar, dann viel Spaß, dicke Zacke. Dankeschön. So, und wichtig ist natürlich, der Prinz hier in Geisa wird von den schwarzen Pandern bewacht. Ohne die geht nichts. Also wir bringen schon Wochen davor mit dem Prinzen zusammen viel Zeit, besuchen Gästeveranstaltungen und natürlich auch die Veranstaltung hier direkt in Geisa. Und jetzt kommen die unterschiedlichen Garden hier auf uns zu. Angefangen über die rote Karte, die grüne Karte, den Türkenbundes GACC, die gelbe Karte des GACC, der Kanonenwagen, die Bürgerwehr bis hin zur weißen Garde. Thank you.
gesagt, jetzt sind sie gerade im Türkenbund des GHCC. Im Anschluss die grüne und die rote Garde des GHCC. Sind natürlich auch eingeschworen von klein auf mit dem Karnevalsfieber hier angesteckt. Und hier kommt die Bürgerwehr. Das GHCC. Und wer sich fragt, was das H in Geisa zu verloren hat, das wird nicht so geschrieben, sondern es ist der Geisa Hingelshagener Karneval Club. Bürgerwehr wieder mit einem tollen Schloss. Auch diese Gruppe gibt es schon seit 1953 und ist hier in Geisa nicht mehr wegzudenken. Das ist der sogenannte Kanonenwagen aus Geisa. Und jetzt folgt ein Highlight mit dem nächsten. Ohne Karneval darf natürlich der Elferrat nicht fehlen und der steht jetzt hier auf dem nächsten Wagen vom GHCC, der Elferrat aus Geisa. Bei der Elferrat aus Geisa. Und deswegen in diesem Jahr Bornsenf aus der Heimat. Ja, Bornsenf aus der Heimat, weil jeder seinen Senf überall dazu gibt. So, jetzt kommt das Abschlussfahrzeug des GHCC. Wie jedes Jahr. Wird auch hier nochmal fleißig mit Konfetti geschossen und somit wird der Abschluss des Umzuges eingeläutet. Die Grenadiere hier in Geisa. Henry, hast du noch eine Gasflasche in der Firma? Zum Schluss wird nochmal leise getanzt und nun kommt die Feuerwehr und beschließt damit den Umzug. So, werte Gäste, das war der Rosenmontagsumzug hier in Geisa. Wir hoffen, das hat euch so gut gefallen wie uns. Das Wetter hat gehalten. Wir sagen bis nächstes Jahr. Die Karnevalssaison ist für uns hiermit beendet. Und wie gesagt, viel Spaß noch. Zicke, zacke, Geisa. Bis nächstes Jahr.